13, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Für eine wehrhafte Demokratie gegenüber jeglicher Art von Extremismus. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Ich warte noch ein, zwei Sekunden, bis die Platzwechsel bitte vorgenommen sind. Dann eröffne ich jetzt die Aussprache und das Wort hat zuerst für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Throm. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, unsere Demokratie wird von vielen Seiten angegriffen und deswegen muss sie wehrhaft sein. Und die Zahlen von dieser Woche zur politisch motivierten Kriminalität mahnt uns erneut. Sie sind erneut auf einem Höchststand und wir müssen dabei aber das gesamte Spektrum des Extremismus in den Blick nehmen. Der Staat muss mit aller Konsequenz jeglichen verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegentreten. Und schon Horst Seehofer hat den Rechtsextremismus als größte Gefahr für unsere Demokratie bezeichnet und einen 89-Punkten-Katalog gegen Rechtsextremismus auf den Weg gebracht. Wir begrüßen es außerordentlich, dass die jetzige Bundesministerin diesen Weg fortführt, und das eint uns auch im Kampf gegen den Rechtsextremismus mit der Koalition. Vieles ist richtig an dem 10-Punkte-Plan, den Sie, Frau Ministerin Faeser, vorgelegt haben. Aber es ist nicht wirklich viel Neues dabei. Sie übernehmen viele der Punkte, die auch schon die Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat. Und, Frau Ministerin, Sie nutzen das Thema ja schon auch, um sich selber ein bisschen zu promoten. Das ist legitim, das ist völlig in Ordnung. Und was Sie da sagen, ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, was Sie nicht sagen. Denn seit Amtsantritt haben Sie nahezu nichts zu den Phänomenbereichen Linksextremismus oder islamistischer Terror sowie politischer Islam gesagt. Sie vernachlässigen diese Gefahren in eklatanter Art und Weise, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dies, obwohl Ihre eigene Statistik vom Dienstag dieser Woche zeigt, dass die Gewaltbereitschaft bei den Linksextremisten besorgniserregend hoch ist. Bei Gewaltstraftaten, also Körperverletzung und Tötungsdelikten, liegen die Linksextremisten auf Platz 1. Und dies, obwohl Ihre Statistik ausweist, dass extremistische Straftaten aus religiöser Ideologie im letzten Jahr um 50% gestiegen sind. Das BKA wörtlich: Die absolute Mehrzahl der Straftaten mit Terrorismusqualität entfällt nach wie vor auf den Phänomenbereich religiöse Ideologie. Das müsste eine Innenministerin alarmieren, tut es aber nicht. Jedenfalls haben Sie dazu nichts ausgeführt. Und deswegen dient dieser Antrag auch dazu, Sie in diesem Thema auf die richtige Spur zu bringen. Wir müssen alle Bereiche des Extremismus entsprechend berücksichtigen. Und ehrlich gesagt, Frau Faeser, ich verstehe auch nicht, weshalb Sie hier bewusst so eine Lücke entstehen lassen. Denn nahezu alle Maßnahmen Ihres 10-Punkte-Planes könnten auch auf die anderen Extremismusformen angewandt werden. Prävention, Aufklärung in Schulen, Sport, Betrieben, Kampf gegen Hass und Hetze, Entwaffnung oder insbesondere auch die Aufdeckung der Finanzströme, insbesondere auch im islamistischen Bereich, wäre dringend geboten. Das ist aber bei Ihnen momentan nicht Thema. Und über den 10-Punkte-Plan hinaus braucht es mehr, auch in dem für Sie so wichtigen Thema des Kampfes gegen Rechtsextremismus. Es braucht richtige, konsequente Werkzeuge, um die Strukturen bei Gefährdern aufklären zu können, bevor es zu spät ist. Aber daran fehlt es bei Ihrem Aktionsplan gänzlich. Es fehlt insbesondere, dass wir unsere Sicherheitsbehörden auch technisch entsprechend aufrüsten. Union und SPD
haben beispielsweise in der letzten Periode dem Verfassungsschutz die Befugnis übertragen zur Quellen-TKI. Grüne und FDP haben die dazugehörige Rechtsverordnung im Bundesrat blockiert. Das erschwert die Arbeit des Verfassungsschutzes. Weiter verweigern Sie dem BKA beispielsweise die Abwehr des internationalen, bei der Abwehr des internationalen Terrorismus auch das Auslesen von gespeicherter Nachrichten auf Messenger-Diensten. Sie stellen den BKA bei der Strafverfolgung schlechter als den Verfassungsschutz. Und deswegen fordern wir Sie auf, hier tätig zu werden. Weiteres Thema. Wir brauchen längere Löschfristen bei der Speicherung. Denken Sie an den Mörder von Walter Lübcke, der dadurch durchs Raster gefallen ist. Und wir brauchen ja auch bei Minderjährigen die Möglichkeit, Informationen speichern zu können. Denken Sie etwa an die vielen IS-Rückkehrer, etwas, das Ihr Präsident Haltenwang schon seit langem fordert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss feststellen, die Abneigung der Ampel gegenüber mehr Befugnissen, vielleicht auch das Misstrauen gegenüber dem Staat, ist offensichtlich größer als der Wille des Kampfes gegen Extremismus, auch Rechtsextremismus, sonst würden Sie hier handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben jetzt die Verantwortung. Sie haben auch die Verantwortung dafür, was Sie nicht tun, was Sie unterlassen. Und dieser Verantwortung werden weder die Koalition noch die Ministerin momentan gerecht. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Uli Grütsch. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu Beginn vielleicht zur Einordnung, Herr Throm. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, und ich sage, das Gleiche gilt für Grüne und für Freie Demokraten, kämpfen nicht gegen rechts, um sich zu promoten, sondern sie kämpfen aus Überzeugung heraus gegen rechts und gegen alle Feinde der Demokratie. Das möchte ich gesagt haben, und ich hoffe, dass das auch auf Sie zutrifft. Und was Sie eben gesagt hatten mit dem Misstrauen gegen den Staat und seine Institutionen, da möchte ich Sie auch gerne daran erinnern, dass wir erstens schon mal aus unserer Geschichte heraus mit unserem Leben diesen Staat verteidigt haben, im Gegensatz zu Ihnen und Ihren Vorfahren, und dass wir zweitens in der Großen Koalition gemeinsam mit Ihnen, und stellen Sie das doch nicht in Abrede, 8 Jahre lang alles dafür getan haben, um die Sicherheitsbehörden zu stärken. Und diesen Weg werden wir weitergehen. Und ich erkläre Ihnen auch gleich, wie wir das tun werden. Und ich sage Ihnen, wenn Sie in Ihrem Antrag, wo nach dem zweiten Absatz aufgehört hätten zu schreiben, womöglich hätten wir ihm sogar zugestimmt. Aber danach, wenn man weiterliest, dann wird es geradezu gruselig in Ihrem Antrag, zumindest aus Sicht unserer Fraktion. Zum Beispiel die Datenspeicherung von Kindern beim Verfassungsschutz, ein alter Wunsch Ihrer Fraktion, die Straffung, so nennen Sie das, von Präventionsprogrammen. Wir alle wissen doch, dass Sie de facto damit Kürzungen im Präventionsbereich meinen. Außerdem wollen Sie, Sie haben es eben gesagt, am allerliebsten natürlich lebenslänglich die Speicherung von Personen beim Verfassungsschutz. Und auch noch absolut aus der Mottenkiste gegriffen, eine sogenannte Demokratieerklärung von denen, die Demokratiearbeit und Extremismusprävention in diesem Land leisten. Ihr Verhältnis, das sei gesagt, Ihr Verhältnis zur Zivilgesellschaft ist geprägt von Misstrauen, unseres von Dank, Anerkennung und Vertrauen. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Wir werden endlich das Demokratiefördergesetz beschließen und eine solide und dauerhafte Finanzierung sicherstellen. Ihnen sind Grundrechte bei den Befugnissen für unsere Sicherheitsbehörden nur im Weg, ein Hindernis. Für uns sind die Grundrechte der Maßstab für alle Befugnisse. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Herr Throm, Sie haben es eben ja gesagt, die größte Gefahr in diesem Land kommt von rechts. Und ich finde, Sie sollten damit aufhören, das immer wieder zu relativieren. Schauen Sie in die aktuelle PMK-Statistik.
des Bundeskriminalamtes. Wir haben auch in 2021 doppelt so viele rechte Straftaten wie linke, ausländische und islamistische Straftaten zusammen, doppelt so viele wie alle anderen zusammen. Sie haben sicher die fast Verdreifachung der Straftaten in der Kategorie nicht zuzuordnen vernommen. Wir wissen, dass hier ein großer Teil im Zusammenhang mit der Corona-Leugner-Szene und den Corona-Protesten steht, die wiederum völkisches, antisemitisches und rechtsextremes Gedankengut pflegt. Daher ist die Gefahr, kein Wunder, dass Sie schreien, Frau von Storch, daher ist die Gefahr von rechts garantiert noch größer als die PMK-Statistik, die es derzeit abbildet. Zu Ihrem gebetsmühlenartigen Vorwurf, zu viel gegen rechts und zu wenig gegen Islamisten. Wir haben aktuell 75 rechte Gefährder, also Personen, denen jederzeit ein rechtsextremistischer Terroranschlag zuzutrauen ist. Das Analysetool zur Einstufung der Gefährlichkeit ist beim Bundeskriminalamt übrigens erst seit ein paar Tagen im Einsatz. Für Islamisten gibt es das schon. Sie wissen es seit Jahren. Und ich sage Ihnen, wir haben Nachholbedarf im Kampf gegen rechts. Und diese Koalition wird das leisten. Und es trifft sich gut, dass sie hier ist, sozusagen als Beleg dafür, hat die Bundesinnenministerin heute mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz das Lagebild Rechtsextremisten, Reichsbürger und Selbstverwalter in Sicherheitsbehörden vorgestellt. Bei 327 Bediensteten der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern wurden tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung festgestellt. Gemessen am dreijährigen Untersuchungszeitraum und gemessen an der Gesamtzahl von 355.100 Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden ist das natürlich eine verschwindend geringe Zahl. Was für mich durchaus auch der Beleg dafür ist, dass unsere Sicherheitsbehörden stabil auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, aber trotzdem natürlich. Ein jeder Verfassungsfeind zählt. Erst recht in den Sicherheitsbehörden. Keiner hat was bei den Sicherheitsbehörden zu suchen. Und deshalb ist es gut, dass es ein so konsequentes Vorgehen auch Ihrer Person, Frau Bundesinnenministerin, dagegen gibt und ein so konsequentes Vorgehen auch dieser Koalition und der ganzen Bundesregierung. Den 360-Grad-Blick, den Sie in Ihrem Antrag auch fordern, den stellen wir gerade her. Wir haben das ja miterlebt. Der war sozusagen 16 Jahre so ein bisschen aus dem Blick geraten. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir waren uns unter den Demokratinnen und Demokraten, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, immer einig, dass Extremismusbekämpfung und Extremismusprävention die Grundpfeiler unserer wehrhaften Demokratie sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier an einem Strang ziehen, damit Demokratiefeinde nicht das Vertrauen in den Staat untergraben können. Und wenn Sie diesen Konsens aufkündigen, indem Sie wie hier einen Generalverdacht gegen zivile Träger ins Spiel bringen, dann bewegen Sie sich als Volkspartei weg von der Mitte. Ich sage das auch mit Blick auf andere parlamentarische Eingaben von Ihnen. Fischen Sie nicht am rechten Rand, werben Sie um Wählerinnen und Wähler in der Mitte der Gesellschaft, bleiben Sie Volkspartei, bleiben auch Sie stabil am Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion ist Steffen Janich, der heute seine erste Rede hier im Deutschen Bundestag hält. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, pünktlich zur Veröffentlichung der Fallzahlen der politisch motivierten Kriminalität im Jahr 2021 bringt die Unionsfraktion einen Antrag zum Thema Extremismus ein. Die aktuellen Zahlen im Bereich der PMK sind für uns als Demokraten nicht gleichgültig. Im Bereich PMK rechts sind die Straftaten im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 1600 Fälle zurückgegangen. Im Bereich PMK links gab es einen Rückgang von 800 Fällen. Ein Anstieg um 150% ist jedoch im Bereich PMK, der sich nicht zuordnen lässt, erfolgt. Wenn wir uns mit den begangenen Straftaten befassen, fällt auf,
dass im Jahr 2021 von knapp 22.000 begangenen Straftaten im Bereich PMK rechts mehr als die Hälfte, nämlich 12.000 Taten, Propagandadelikte waren. Sprechen wir hingegen von Gewaltstraftaten, also insbesondere von Körperverletzungen und Tötungsdelikten, liegen die im Jahr 2021 von Linksextremisten begangenen Taten mit 1.200 Fällen nach wie vor noch vor denen von Rechtsextremisten begangenen Taten mit 1.040 Fällen. Erneut sind Linksextremisten Spitzenreiter, wenn es darum geht, andere Menschen an der Gesundheit zu schädigen. Und um es klar zu sagen, jede einzelne aus extremistischen Motiven heraus verübte Straftat ist eine zu viel und eindeutig zu verurteilen. Das heißt aber nicht, dass der Staat das Recht hat, Menschen aufgrund ihrer Meinung zu kriminalisieren und als Extremisten zu brandmarken. Einer pauschalen Verurteilung von Menschen, die beispielsweise gegen Corona-Maßnahmen spazieren gehen, treten wir entschieden entgegen. Es ist aber erfreulich zu sehen, dass die CDU inzwischen ihr sicherheitspolitisches Rückgrat entdeckt, denn sie hat recht, wenn sie schreibt, zum staatlichen Schutzauftrag gehört ein Blick, der die Bevölkerung in gleichem Maße von den erheblichen Gefahren des extremistischen Islamismus wie vor dem zunehmend radikalen Linksextremismus bewahrt. Schade ist allerdings, dass ihr das erst in der Oppositionsrolle nach 16 Jahren Bundesregierung einfällt. Andernfalls hätte sie schon in der letzten Wahlperiode den Initiativen der AfD-Fraktion zustimmen können. Denn wenn die CDU heute befürchtet, dass unter Nancy Faeser der Kampf gegen Islamismus und Linksextremismus in den Hintergrund tritt, sage ich, schon in der Wahlperiode 19 haben wir die Prüfung von Verbotsverfahren gegen Antifa-Banden, die Unterbindung von Finanzierung von islamistischen Moscheevereinen durch ausländische Staaten, die Ausweisung ausländischer Hassprediger und das Verbot islamistischer Moscheevereine in Deutschland gefordert. Immerhin adaptieren Sie heute unsere Forderungen und schlagen eine Aufdeckung der Finanzströme von islamistischen Moscheevereinen vor. AfD wirkt also. Und wir als AfD setzen uns auch weiter konsequent für die Stärkung und Anerkennung der Polizei als wichtige Behörde der Gefahrenabwehr ein. Was wir aber nicht brauchen, sind weitere Befugnisse für unsere Verfassungsschutzbehörden. Stefan E., der Mörder von Walter Lübcke, war dem Verfassungsschutz bekannt. Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, war dem Verfassungsschutz bekannt. Und, das muss man sich mal vorstellen, da enttarnt eine 26-jährige Internetaktivistin ohne Schulabschluss einfach mal so aus öffentlichen Quellen und mit vollkommen legalen Mitteln die angeblichen Behörden Bundesservice Telekommunikation und Transportmanagement der Bundesverwaltung als vollständige Tarnorganisation des VS. 300 Mitarbeiter brauchen nunmehr neue Büros und neue Identitäten. Die Kosten gehen in die Millionen. Und das ist genau der Verfassungsschutz, der auf ein jährliches Haushaltsbudget von 500 Millionen Euro zurückgreifen kann. Ich sage Ihnen klar, die innere Sicherheit wird am besten von unserer Polizei geschützt. Einen solchen Verfassungsschutz brauchen wir nicht. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Konstantin von Notz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Wehrhaftigkeit der Demokratie muss sich in diesen Tagen ganz besonders beweisen. Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wird massiv bedroht, von innen wie von außen, in einem lange nicht mehr für möglich gehaltenen Ausmaß. Aber diese Bedrohungen verlangen nach neuen, modernen, differenzierten und, Herr Drohm, vor allen Dingen auch verfassungskonformen sicherheitspolitischen Antworten. Und da findet man in Ihrem Antrag leider wenig. Es ist vor allen Dingen ein Sammelsurium Ihrer alten sicherheitspolitischen Forderungen. Ihr Ziel, ziemlich offenkundig, innenpolitische Profilschärfung 2 Tage vor den Wahlen in Nordrhein-Westfalen, das verfehlen Sie, meine Damen und Herren. Und man muss es an dieser Stelle einfach mal sagen, mit Ihren Hufeisennarrativen, unwissenschaftlichen Hufeisennarrativen, haben CDU und CSU hier lange, viel zu lange, jahrelang
die dringend notwendige Debatte über den mörderischen Rechtsextremismus in diesem Land verschleppt, meine Damen und Herren. Über 200 Morde seit 1990 und die Kurskorrektur, Herr Drohm, die Kurskorrektur seit 2017, 2018 war eine von rechtsterroristischen Anschlägen, von einer skandalösen Zunahme rechtsextremistischer Vereinigungen und Aktivitäten getriebene Kurskorrektur. 13 Untersuchungsausschüsse zum NSU, eine breite kritische Berichterstattung, die Zivilgesellschaft, das parlamentarische Kontrollgremium dieses Hauses und ein Wechsel an der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz war notwendig, damit das unionsgeführte Innenministerium endlich anerkennt, was lange offenkundig war, nämlich dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung die Sicherheit vieler Menschen in diesem Land vor allen Dingen und massiv von Rechtsextremisten gefährdet wird. Wer dazu eine klare Sprache, irgendwie nachdenkliche Fragen oder sowas, einen neuen Sound in Ihrem Antrag sucht, der sucht vergebens. Es ist vor allen Dingen alter Wein in alten Schläuchen. Jetzt haben wir alle ja am letzten Sonntag nach Schleswig-Holstein in den hohen Norden geguckt, nach Kiel. Manche haben sich gefreut, andere weniger. Auf jeden Fall hat Ihr Kollege Herr Chaya messerscharf analysiert, das läge irgendwie an der Wirtschaftspolitik. Und dann kam es vor allen Dingen an einer sicherheitspolitischen Null-Toleranz-Politik. Das ist wirklich ein lustiges Statement, denn Sie werden in ganz Deutschland keinen bürgerrechts- und freiheitsrechtsorientierteren Koalitionsvertrag finden als den in Schleswig-Holstein, den die dortige Koalition aufgeschrieben hat. Eben keine platte Null-Toleranz-Strategie, sondern eine an Bürger- und Freiheitsrechten orientierte Innen- und Sicherheitspolitik. Und da sage ich Ihnen, da lernen Sie mal was von, ja? Die AfD stellt man kalt, nicht indem man ihre abwegigen Narrative nacherzählt, sondern indem man klare rechtsstaatliche Kante fährt. Bemerkenswert ist ja der jüngste gemeinsame Beschluss der Präsidien von CDU und CSU in Sachen Sicherheitspolitik, der durchaus selbstkritisch ausfällt, ist mir aufgefallen. Ich zitiere: Deutschland ist militärisch und sicherheitspolitisch hochgradig vulnerabel. Und weiter: strategisches Denken und operative Wehrhaftigkeit müssen eine wesentlich höhere politische Priorität erhalten. Das sind wahre Worte, gelassen ausgesprochen, nach 16 Jahren durchgängiger Verantwortung von CDU und CSU in Verteidigungsministerium und Innenministerium sieht es um diese beiden zentralen Felder sehr schlecht aus. Und deswegen ist es wichtig und richtig, dass die Ampelkoalition in diesen Bereichen einen besonders ehrgeizig und schönen Koalitionsvertrag hat. Wir gehen es alles an. Die hybriden Bedrohungen, die Desinformationskampagnen, die dramatischen Probleme bei der IT-Sicherheit, die wir von Ihnen geerbt haben, alle Formen des Antisemitismus von rechts, den aus der Mitte der Gesellschaft und natürlich auch den von links und den salafistisch geprägten, den Rechtsextremismus genauso wie den Islamismus, was Sie, Herr Drohm, hier so bedeutungsschwanger vortragen, ist eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Wir müssen überall hingucken, wo es gefährlich ist, und das tun wir. Und einen Satz will ich zum Islamismus noch loswerden, weil ich den Kollegen Strasser sehe und die Kollegin Mihalic und Renner. Im Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz waren Sie es, die gebremst haben und verschleppt haben, die Aufklärung des schwersten salafistischen Anschlages in der Bundesrepublik Deutschland, der in Ihrer Verantwortungszeit passiert ist. Viele Netzwerke und Probleme konnten wir nicht aufdecken, weil Sie auf der Bremse gestanden haben, auch in Mecklenburg-Vorpommern übrigens. Und jetzt mein letzter Punkt wegen der Wichtigkeit von rechtsstaatlichen und verfassungskonformen Antworten. Drolligerweise nehmen Sie ja Bezug auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Bayerischen Landesverfassungsschutzgesetz am 26. April diesen Jahres. Monatelang hat die CSU in einer wirklich trollhaften Art und Weise gegen die gesamte Staatsrechtslehre, gegen alle, die gefragt wurden, könnte das eventuell nicht doch verfassungskonform sein,
dieses Gesetz durchgebracht. Und Sie haben einen Kollateralschaden biblischen Ausmaßes angerichtet, weil dieses Urteil mal ganz viele Instrumente einfach abräumt. Und jetzt trauen Sie sich ernsthaft, hier in den Antrag zu schreiben, jetzt soll die Ampel aber mal schnell nachfegen, weil leider viele der Dinge, die wir gemacht haben, nicht verfassungskonform sind. Das ist ein Treppenwitz, meine Damen und Herren. Und deswegen kann man nur froh sein, dass sich die Ampel auf den Weg gemacht hat, eine seriöse, wissenschaftsbasierte, evidenzbasierte Sicherheitspolitik zu machen. Und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Weg. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Martina Renner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, ja, für uns Demokratinnen und Demokraten muss die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat gegen Angriffe eine Selbstverständlichkeit sein. Es geht um den Schutz von Leib und Leben aller Menschen, die in unserem Land leben. Vor dem Hintergrund der Anschläge der letzten Jahre bedeutet dies vor allem, dass wir gegen Rassisten, Antisemiten und Neonazis kämpfen müssen, und das gemeinsam. Die CDU-CSU, die hier diesen Antrag vorgelegt hat, ist in den letzten 16 Jahren bei der Bekämpfung von rassistischer Gewalt und Rechtsterror fulminant gescheitert. Sie hatten 16 Jahre Zeit, das Thema anzugehen. Trotz der Schlussfolgerungen aus den NSU-Untersuchungsausschüssen ist nichts passiert. Die Morde von Halle, Hanau und Kassel konnten geschehen. Und auch danach wurde aus den Reihen der Union die von rechten Netzwerken ausgehende Gefahr banalisiert oder sogar schlimmer. Sie leugneten zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, entsprechende Strukturen in Polizei und Bundeswehr. Sie loben auch heute hier wieder den vormaligen Innenminister Seehofer dafür, dass er Ende 2020 einen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung von Rechtsextremismus erarbeitet hat. Ende 2020, 9 Jahre nach der Selbstenteilung des NSU. Sowas vorzutragen, wäre mir peinlich. In Ihrem Antrag heißt es auch, dass es nach mittlerweile 6 Monaten im Amt von Seiten der Innenministerin Faeser an einer grundhaften Befassung mit den Gefahren des islamistischen Terrorismus mangele. Ja, islamistischer Terrorismus ist eine Gefahr für die Demokratie. Dann habe ich aber eine Frage. Was haben Schäuble, de Maizière, Hans-Peter Friedrich, auch der war mal Innenminister, wir haben es fast vergessen, und Horst Seehofer getan? Wenn die Innenminister der CDU-CSU geliefert hätten, dann bräuchten sie diesen Antrag gar nicht. Ich muss meinem Kollegen Konstantin von Notz recht geben, was er hier zum Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss gesagt hat. Das Innenministerium unter Seehofer hat alles dafür getan, um die Aufklärung des Anschlages zu blockieren. Und es gibt ein zweites. Nach islamistischen wie rechtsterroristischen Anschlägen sind CDU und CSU nicht bereit, ihre in Stein gemeißelten Annahmen über das Funktionieren der Sicherheitsarchitektur zu überdenken. Und genau diese Haltung spiegelt auch Ihr Antrag wider. Das liegt auch daran, dass es hier wieder vor allem um Extremisten geht. Links, rechts, Hauptsache Ismus. Sie folgen stur den Begrifflichkeiten des Geheimdienstes. Die Mitte ist vermeintlich schön raus. Dann habe ich eine zweite Frage an Sie. Wenn Ihnen der Verfassungsschutz so heilig ist, warum haben Sie dann Maaßen zu Ihrem Chef gemacht? Eine Person, die Einstellungen verkörpert, die Sie hier mit Ihrem Antrag bekämpfen wollen, bis heute zur Causa Maaßen, Aufklärung, Fehlanzeige. Und nun, das muss auch sein, noch ein Wort zur neuen Bundesregierung. Wie soll Gefahrenanalyse gelingen, wenn wir über 23.000 Straftaten haben, die bei PMK nicht zuzuordnen landen? Diese Einstufung konterkariert den ursprünglichen Zweck der Statistik. 2001 eingeführt, um endlich ein realistisches Bild zu rechten Tötungsdelikten zu bekommen. Ich glaube, hier muss die Bundesregierung handeln und diese falsche und irreleitende Einordnung offensichtlicher rechter Gewalt und Straftaten zu ändern. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Linda Teuteberg.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass unsere Demokratie wehrhaft sein muss nach innen und nach außen, das ist wahrlich offensichtlicher in diesen Tagen, als es eigentlich schon zuvor war. Das zeigt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und es zeigen leider auch die neuesten Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität, die die Bundesinnenministerin uns in dieser Woche vorgestellt hat. Sie zeigen einen neuen Höchststand und das in vielen Bereichen. In vielen Bereichen von Extremismus, verschiedenen Phänomenbereichen politisch motivierter Kriminalität. Und was wir nicht brauchen, das ist auch nicht anders als noch in den letzten Jahren, ist irgendein Ranking oder Hierarchien, welche Art von Extremismus oder Kriminalität schlimmer oder weniger schlimm sei oder die größere Bedrohung. Wir brauchen den Rundumblick und das klare Eintreten des freiheitlichen Rechtsstaates gegen jeglichen Extremismus. Denn auch gegen jede Form der Menschen- oder Demokratieverachtung. Es gibt keinerlei moralische Überlegenheit irgendeiner Ausprägung von Extremismus. Und es kann übrigens auch für Menschenverachtung keinen Rabatt geben, weder kulturell noch für irgendein politisches Lager, wo immer wir sie wahrnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders beschämen und besorgen müssen uns die auch erneut auf einem Höchststand befindlichen Zahlen antisemitischer Taten. Wir haben eine besondere Verantwortung dafür, dass jüdisches Leben in unserem Land sicher und selbstbestimmt stattfinden kann und dafür, dass nicht wir uns das attestieren, sondern dass Jüdinnen und Juden selbst darauf vertrauen. Und deshalb gilt, egal in welchem Gewand, egal in welcher Ausprägung, jede Form des Antisemitismus ist gleichermaßen inakzeptabel. Und wir müssen ihr entschieden entgegentreten. Als Rechtsstaat, als Gesellschaft und auch jeder und jede Einzelne von uns, wo sie uns in Gesprächen begegnen, zu widersprechen. Wir müssen die gesellschaftlichen Türen gegen Antisemitismus, gegen menschenverachtendes Gedankengut fest verschließen, damit es auf reale Türen wie in Halle nicht ankommt. Und da finde ich übrigens einen seltsamen Kontrast zwischen dem aktuellen wirklichen Ernst der Lage einerseits und den alten Reflexen, die in dieser Debatte wieder auftauchen. Und ich will da zwei Beispiele nennen. Zum einen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, das ist nicht der richtige Anlass für die altbekannten Forderungen. Natürlich muss der Rechtsstaat wehrhaft sein und da muss man auch sachlich über Befugnisse diskutieren können, aber hier wie in anderen Bereichen gilt das Zauberwort unserer Verfassung Verhältnismäßigkeit und daran hat sich nichts verändert. Und zum anderen, weil eben neue Phänomene eher eine neue Nachdenklichkeit erfordern und nicht die alten Reflexe, muss ich auch zu den Kollegen der Linken sagen, Frau Renner, wenn wir neue, schwer einzuordnende Phänomene haben, dann finde ich, es ist besser, dass das auch offen kommuniziert wird bei der Kriminalitätsstatistik, als wie Sie vorschnell Phänomene in alte Schubladen zu packen, weil das in Ihr Weltbild besser passt. Verschwörungserzählungen und vieles andere gibt es nicht nur in einem politischen Lager. Und ich finde, das sollte uns eher nachdenklich machen, so sehr die Sicherheitsbehörden gegen jeden, der den Staat delegitimieren will, klar vorgehen müssen, sollten wir über die Ursachen und die Motive gründlich nachdenken und nicht alles, so wie Sie es gern möchten, in eine rechte Schublade packen, sondern die Komplexität der Phänomene wahrnehmen und beschreiben. Und ebenfalls bedenklich, und die müssen uns besorgen, sind die erhöhten Zahlen bei Angriffen gegen Mandats- und Amtsträger. Auch hier müssen wir ganz klar sagen, wer Repräsentanten unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates angreift, der greift uns alle an. Und das ist keine Frage der politischen Opportunität. Wer Mandats- und Amtsträger angreift, der zeigt damit auch seinen mangelnden Respekt zum Beispiel vor den Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger, die diese Personen legitimiert haben. Hier darf es kein Verständnis dafür geben. Wir müssen glaubwürdig dafür einstehen, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so viele friedliche und legale Möglichkeiten bietet, sich politisch zu beteiligen. Und da kann es auch keinen Blankoscheck geben für selbsternannte Aktivisten. Recht und Gesetz gelten für jedermann in unserem Land. Frau Teuteberg, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Daseinsvorsorge für unsere Demokratie, das muss für uns auch bedeuten,
Respekt vor dem Ehrenamt, zum Beispiel auch in politischen Parteien, und bessere Rahmenbedingungen für das Ehrenamt in unserem Land. Darauf kommt es an. Wir brauchen vieles mehr: Vorbeugung, Prävention, politische Bildung. Dazu wird mein Kollege Stefan Seiter sprechen. Auch auf unser Verhalten in jeder politischen Debatte kommt es an, wie groß der Respekt für die politischen Institutionen in unserem Land ist. Vielen Dank. Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention die Kollegin Renner. Danke, Frau Vorsitzende, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auf die Ausführungen Kollegin Teuteberg einzugehen. Sie haben mir vorgeworfen, dass wir die neuen Phänomene, wie Sie es nennen, in der Corona-Leugnisszene zu Unrecht rechts bezeichnen. Diese seien vielmehr indifferent in ihrer politischen Bewertung. Ich will Ihnen sagen, das, was wir dort vorfinden, sind nicht einfach Verschwörungserzählungen. Das sind antisemitische Narrative, die weit zurückgehen, auch in die Vergangenheit. Es sind sozialdarwinistische Vorstellungen. Das Recht der Stärkere soll sich durchsetzen. Sie bekämpfen den Staat, um ein autoritäres Regime zu errichten. Sie lehnen die Institutionen an. Sie können alle Einstellungsebenen des Rechtsextremismus durchgehen. Sie finden alle diese Facetten, auch den Rassismus, zum Beispiel in diesem anti-asiatischen Moment, den wir dort auch gefunden haben, in der Corona-Leugnisszene. Wir müssen endlich anerkennen, sie ist das Ergebnis einer rechten Mobilisierung und einer rechten Ideologie. Danke. Sie dürfen antworten. Sie haben. Frau Kollegin Renner, Sie bestätigen gerade mit Ihren Einlassungen all das, was ich meinte, nämlich die Ignoranz dem gegenüber, dass es sowohl Antisemitismus, leider auch autoritäres Denken und vieles mehr nicht nur in einem politischen Lager gibt, dass es das auch auf der linken Seite durchaus gibt, und vereinfachte Geschichtsbilder. All das bestätigen Sie leider damit. Ich habe keine Einordnung vorgenommen, sondern habe beschrieben den Respekt davor, dass, wenn Sicherheitsbehörden eine Tat nicht eindeutig einem bestimmten politischen Seite zuordnen können, dass man das dann auch so redlich kommunizieren sollte, und dass wir uns mit neuen Phänomenen auseinandersetzen sollten, hat eben nichts mit Verharmlosung, sondern mit Ernsthaftigkeit zu tun. Wir fahren fort in der Debatte. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion ist Dr. Stefan Heck. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesrepublik Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Das haben die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes so festgelegt. Aus gutem Grund. Die Geschichte war ihr bitterer Lehrmeister. Und in den Jahrzehnten, in denen unsere Verfassung nun Geltung hat, waren wir immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das gilt für die äußere Sicherheit, aber insbesondere auch für die innere Sicherheit unseres Landes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die am Dienstag von der Bundesinnenministerin vorgestellte Statistik zum Jahr 2021 und den dort politisch motivierten Straftaten gibt uns allen Anlass zur Sorge. 2021 gab es im Vergleich zum Vorjahr mit einem Zuwachs von 23% einen deutlichen Anstieg von politisch motivierten Straftaten. Mit über 55.000 Delikten befindet sich die politisch motivierte Kriminalität auf dem höchsten Stand seit der Einführung dieser Statistik im Jahr 2001. Und insbesondere der Anstieg, Sie haben es gesagt, Frau Kollegin Teuteberg, antisemitischer Gewalttaten um 29% ist erschreckend und bedarf einer entschlossenen Reaktion auf Seiten von Staat und Gesellschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Mord an Dr. Walter Lübcke, der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau und auch der antisemitische Anschlag in Halle haben uns jüngst auf äußerst schmerzhafte Art und Weise vor Augen geführt, dass rechtsextreme Gewalt noch immer die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt. Da ist es richtig, dass die unionsgeführte Bundesregierung den im vergangenen Mai unter der Federführung von Bundesinnenminister Seehofer ins Leben gerufenen 89-Punkte-Plan umgesetzt hat und Sie, das gestehen wir gerne zu, hier nochmal eigene Schwerpunkte gesetzt haben, Frau Ministerin. Aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. Zur Wahrung unserer Freiheit muss politischer Extremismus jeglicher Couleur bekämpft werden. Und deshalb wundern wir uns schon, Frau Ministerin, warum nach einem
knappen halben Jahr im Amt wir noch keine konkreten Maßnahmen zum Kampf gegen extremistischen Islamismus von Ihnen kennen. Anschläge wie auf dem Berliner Breitscheidplatz, wie in Paris im November 2015, haben unseren ganzen Kontinent ins Herz getroffen. Und die Gefahr durch islamistischen Terror auch hier in Deutschland ist weiterhin hoch. Wir fordern daher ein entschlossenes Vorgehen und die Erarbeitung eines Aktionsplans gegen radikal islamistische Bestrebungen auch hier in Deutschland. Dafür brauchen unsere Sicherheitsbehörden eine gute Personalausstattung, vor allem aber das richtige Handwerkszeug. Wir haben das in der von uns geführten Regierung bestmöglich und mit großem Nachdruck verfolgt. Und ich möchte Sie hier weiterhin auffordern, statten Sie den Verfassungsschutz, insbesondere im Bereich der Telekommunikationsüberwachung, mit weitreicheren Befugnissen aus. Schaffen Sie die Voraussetzung dafür, um die bestmögliche Überwachung terroristischer Gruppen zu ermöglichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer im Auftrag des Staates mit öffentlichen Fördermitteln im Bereich der Extremismusprävention tätig wird, der muss, und das ist uns schon wichtig, auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Und deshalb fordern wir die Einführung einer Demokratietreueerklärung in Förderbescheiden, damit Träger, insbesondere von Präventionsprojekten, sich eindeutig zum Fundament unserer gemeinsamen Werteordnung bekennen. Wir dürfen nicht akzeptieren, wenn diejenigen, die Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfen wollen, gleichzeitig Hass und Gewalt gegen Polizei und unsere Sicherheitskräfte schüren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch der militante Linksextremismus stellt in Deutschland eine schwerwiegende Bedrohung dar. Ich finde, das sollten wir hier nicht unerwähnt lassen, Frau Kollegin Renner. Gewalttätige Aufmärsche, tätliche Angriffe auf Polizei, auf Sicherheitsbehörden sind leider keine Seltenheit. Wir fordern, dass Sie sich darum stärker kümmern. Wir brauchen eine bessere Aufklärung der linksextremistischen Szene und gegen die zunehmende Radikalisierung und Gewaltbereitschaft linksextremistischer Gruppierungen. Schützen Sie unsere Demokratie und stärken Sie unsere Sicherheitsbehörden, und zwar ohne Scheuklappen. Unsere Unterstützung ist Ihnen dabei sicher. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Peggy Schierenbeck. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Innenministerin Faeser, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde Sie jetzt überraschen. Ich stimme mit der CDU überein. Die Union hält in ihrem Antrag den Rechtsextremismus derzeit für die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und nicht nur ich stimme an dieser Stelle mit der Union überein, sondern die gesamten Fraktionen der SPD, Grünen und der FDP. Das können Sie sogar nachlesen, Koalitionsvertrag, Seite 107, Zeile 3587. Ich zitiere: Rechtsextremismus ist derzeit die größte Bedrohung unserer Demokratie. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass die Fälle von rechtsmotivierter Kriminalität sehr hoch sind, höher als die der Linken, die der religiösen oder die der ausländischen Ideologien. Die Zahlen zeigen auch, wie dringend es ist, gegen den Rechtsextremismus wirksam vorzugehen. Wenn die von rechtem Gedankengut geprägten Straftaten doppelt so hoch sind wie die der Linken, dann muss uns das doch allen zeigen, dass wir zuerst dagegen vorgehen müssen, dass wir uns erst damit beschäftigen müssen, dem Hass und der Hetze und der Gewalt von rechts Einhalt zu gebieten. Verstehen Sie mich richtig, jede Straftat ist eine zu viel, jede Gewaltanwendung ist eine zu viel, jede Gewaltanwendung ist zu verurteilen. Denn wir haben auch schon linksextreme Ausschreitungen gesehen. Bilder von vermummten Menschen, die Autos anzünden, um Systemkritik auszudrücken. Das Anzünden eines Autos ist aber keine Systemkritik. Das ist erstmal Sachbeschädigung. Sachbeschädigung ist übrigens auch das Feld, in dem von links motivierte TäterInnen sich am häufigsten betätigen. Und damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Sachbeschädigung ist die Beschädigung einer Sache. Es wird etwas beschmiert, kaputt gemacht, angezündet. Das wird mit aller Konsequenz
strafrechtlich verfolgt. Dennoch können wir diese Dinge reparieren. Was wir nicht reparieren können, das sind die Angriffe auf die Seele, seien es fremdenfeindliche, antisemitische, islamfeindliche oder volksverhetzende Äußerungen, Äußerungen gegen die sexuelle Orientierung oder Identität. All diese Äußerungen hinterlassen Spuren in den Lebensbiografien von Menschen. Das sind Verletzungen und Wunden, die nicht sichtbar sind und die die Geschädigten oft ihr ganzes Leben lang mit sich tragen werden. Solche Äußerungen kommen in der Masse von rechts. Und deswegen lohnt es sich zu sagen, dass Rechtsextremismus nicht nur unsere Demokratie bedroht, sondern uns DemokratInnen bereits angreift. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder Volksverhetzung sind häufig nicht so gut zu erkennen wie zum Beispiel ein brennendes Auto. Und genau weil diese Angriffe auf die Demokratie so schwer zu erkennen sind, sollten wir mit aller Macht daran arbeiten, sie als Erste zu verhindern. Wir müssen mit aller Kraft den Aktionsplan gegen Rechtsextremismus umsetzen. Wir dürfen die Opfer von Rechtsextremistinnen nicht allein lassen und wir müssen MandatsträgerInnen vor Angriffen schützen. Wir müssen eine demokratische Streitkultur fördern, die politische Bildung stärken und die Medienkompetenz steigern. Wir müssen die Hetze im Internet bekämpfen, Verschwörungsideologien entkräften und so der Radikalisierung vorbeugen. Wir müssen RechtsextremistInnen entwaffnen und rechtsextreme Netzwerke zerschlagen. Wir müssen mit Sachverstand daran gehen, Extremismus in jeder Form zu bekämpfen. Gefühle sind ein schlechter Berater, wenn es um nichts weniger geht als um unsere Demokratie. Wir brauchen mehr Erkenntnisse, wenn wir ExtremistInnen effektiv bekämpfen wollen. Der periodische Sicherheitsbericht wird uns langfristig dabei helfen, Tendenzen und Ursachen zu erkennen und Lösungsansätze zu finden. Ich habe zu Beginn meiner Rede den Koalitionsvertrag erwähnt, dass die Koalition mit der CDU/CSU übereinstimmt. Es tut mir leid, wenn Sie den Eindruck gewonnen haben, dass wir uns nicht nur mit den dringendsten und größten Problemen beschäftigen. Es geht natürlich weiter im Koalitionsvertrag. Ich zitiere: Wir treten allen verfassungsfeindlichen, gewaltbereiten Bestrebungen entschieden entgegen, ob Rechtsextremismus, Islamismus, Verschwörungsideologien, Linksextremismus oder jede andere Form von Extremismus. Sehr verehrte Damen und Herren, von 2005 bis 2021 war das Innenministerium in der Hand der Union, die in ihrem Antrag selbst schreibt, dass die Zahl der Extremistinnen seit Jahren zunimmt. Und scheinbar haben sie viel zu wenig unternommen, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Nun haben wir mit Nancy Faeser eine kluge und starke Frau, die mit Entschlossenheit und Fachkenntnis ihr Amt ausübt. Mit ihr gemeinsam werden wir als fortschrittsgewandte Koalition entschieden gegen jegliche Art von Extremismus vorgehen. Dem Antrag der CDU/CSU werden wir nicht zustimmen, er ist unzureichend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christian Wirth, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, also bei manchen Vorrednern aus dem linken Spektrum fällt mir nur noch Churchill ein. Glaube nie an der Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Der vorliegende Antrag der CDU/CSU-Fraktion enthält vieles richtig. Kein Wunder, es sind einige Forderungen, die wir bereits in der letzten Legislaturperiode gefordert haben. Extremismus, ob von links oder islamistisch oder natürlich auch Rechtsextremismus, muss bekämpft werden. Es freut uns, dass mittlerweile auch die Union die einseitige Fokussierung auf den Phänomenbereich Rechtsextremismus durch Ministerin Faeser kritisiert. Auch die Forderung nach der erneuten Einführung der sogenannten Extremismusklausel unterstützen wir ausdrücklich. Es handelt sich dabei um einen der ersten Anträge der AfD-Fraktion in der letzten Legislaturperiode. Die Extremismusklausel soll kurz gesagt verhindern, dass linksextremistische und islamistische Strukturen über Steuermittel verdeckt finanziert werden, welche für den Kampf gegen Rechtsextremismus ausgelobt werden. Abgeschafft wurde die Extremismusklausel für die CDU/CSU zur Erinnerung von Manuel Schwesig im Einvernehmen mit Thomas de Maizière im Kabinett 3 unter Merkel. Wie wichtig auch der Kampf gegen Linksextremismus ist, zeigt die Ende April erfolgte Anschlagsserie auf Ladengeschäfte des Modelabels Thor Steiner.
In der bundesweit konzertierten Aktion erfolgten zeitgleich mehrere Farb- und Buttersäureanschläge, bei denen auch Personen und Tieren zu Schaden kamen. Trauriger Höhepunkt war die Tat in Erfurt, bei der auf eine wehrlose, auf dem Boden liegende Frau von mehreren maskierten Linksextremisten mit Schlagstöcken auf Kopf, Beine und Füße eingedroschen wurde. Anschließend wurde das Opfer zum Abschied noch Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der Fall erinnert an das Vorgehen der linksextremistischen Gefährderzelle um Lina Engel. Die Gefahr durch den Islamismus, die uns allen große Sorge bereiten sollte, möchte ich anhand folgender Zahlen verdeutlichen. Im Jahre 2021 leitete der Generalbundesanwalt für folgende Phänomenbereiche Ermittlungsverfahren ein. Rechtsextremismus, Terrorismus, 6 Verfahren. Linksextremismus, Terrorismus, 10 Verfahren. Islamistisch motivierter Extremismus, Terrorismus, ganze 258 Verfahren, so viel, die meiste Gefahr geht von rechts aus. Bezüglich der von der Union geforderten großzügigen Ausweitung der Befugnisse für den Verfassungsschutz möchte ich, der Kollege Notz hat es vorhin erwähnt, an die Ohrfeige des Bundesverfassungsgerichtes bezüglich des Sicherheitsgesetzes der CDU in Bayern erinnern. Generell würde es Ihnen allen gut tun, die den instrumentierten Verfassungsschutz unterstützt haben, die letzte Legislaturperiode, wenn er nicht mehr dem Innenministerium unterstellt wäre, sondern politisch neutral agieren könnte. Hier sollten wir uns Gedanken machen. Der Überweisung stimmen wir zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wirth. Als nächste Rednerin hält das Wort die Kollegin Dr. Irene Mihalic, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union! Mit Ihrem Antrag haben Sie gleich mehrere alte Kamellen aus der Schublade gekramt. Das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner Ihnen schon eindrücklich dargelegt. Mehr Überwachung von Kommunikation, gerne auch von Minderjährigen, Misstrauen gegenüber zivilgesellschaftlichen Initiativen etc. pp. Kann man alles nachlesen. Aber wenn wir zurückblicken auf die letzten 16 Jahre, dann können wir feststellen, dass diese Zeit gerade nicht von einem erfolgreichen Kampf gegen Extremisten und Staatsfeinde geprägt war. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar von einer Wohlfühlzeit für Rechtsextreme und Islamisten sprechen. Der nicht verhinderte Anschlag auf dem Breitscheidplatz, der NSU, die Anschläge in Halle und Hanau, der Mord an Dr. Walter Lübcke, die massive rechtsextreme und islamistische Vernetzung, all das fand unter den Augen der Sicherheitsbehörden statt, als Sie von der Union Verantwortung getragen haben. Und wenn man sich jetzt Ihren Antrag anschaut, dann fragt man sich schon, warum Sie zum Beispiel all die Aktionspläne, die Sie jetzt vollmundig fordern, die übrigens völlig inhaltsleer sind, nicht schon früher erarbeitet haben. Denn die Sicherheitsprobleme, mit denen wir es aktuell zu tun haben, die sind doch nicht neu. Die sind doch jetzt nicht plötzlich nach der Bundestagswahl vom Himmel gefallen. Ich kann Ihnen gar nicht aufzählen, mit wie vielen Anträgen, kleinen Anfragen, unzähligen Debatten hier im Deutschen Bundestag, in etlichen Untersuchungsausschüssen haben wir ja fast schon verzweifelt versucht, Sie wachzurütteln, meine Damen und Herren. Aber stattdessen haben Sie sich an Instrumente geklammert, die entweder verfassungswidrig sind, wie Sie regelmäßig bescheinigt bekommen haben, oder völlig nutzlos waren. Und genau das machen Sie jetzt weiter. Sie sind inhaltlich leer gelaufen, meine Damen und Herren. Ein Wechsel an der Spitze des Innenministeriums war dringend nötig. Und im Koalitionsvertrag beschäftigen wir uns intensiv mit der Aufarbeitung der Sicherheitspolitik der letzten Jahre. Die enorme Bedeutung der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus und jegliche Formen der Demokratiefeindlichkeit wurde einfach viel zu lange von Ihnen verkannt. Wir sehen das schon lange und haben Sie auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Sicherheitsprobleme ohne die wichtige Arbeit zivilgesellschaftlicher Initiativen nicht zu lösen sind. Radikalisierungsspiralen durchbricht man eben nicht mit der Überwachung Minderjähriger oder mit ausufender Kommunikationsüberwachung oder mit Extremismusklauseln in Förderanträgen, sondern mit erprobten Deradikalisierungsprogrammen und vernünftiger Prävention. Das Know-how ist vorhanden. Wir müssen es nur besser nutzen. Mit dem Demokratiefördergesetz werden wir die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Initiativen strukturell absichern und damit den Kampf gegen Demokratie und Menschenfeindlichkeit massiv stärken.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe nicht nur im NSU-Untersuchungsausschuss, sondern auch mit vielen hier anwesenden Kollegen, mit Herrn von Notz, mit Martina Renner, mit Benjamin Strasser im Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz mitgearbeitet und über Ihre nicht erfolgte Aufklärung in diesem Zusammenhang, gerade Sie, Herr Thom, also was Sie sich hier gerade getraut haben, ist schon wirklich stark, wenn man Ihr Engagement in diesem Untersuchungsausschuss noch mal Revue passieren lässt. Aber wir haben uns in diesen Ausschüssen auch wirklich intensiv mit extremistischen Bedrohungen und auch mit der Vernetzung befasst, aber vor allem auch mit der extrem reformbedürftigen Sicherheitsarchitektur. Die Ampelkoalition geht das jetzt an. Wir werden die Sicherheitsarchitektur einer Gesamtbetrachtung unterziehen und die Arbeit auf allen Ebenen effektiver machen. Wir werden die Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden stärken, die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit verbessern und mit einer Gesamtstrategie aus Prävention, Deradikalisierung und effektiver Gefahrenabwehr die Extremismusbekämpfung entscheidend voranbringen. Wir werden uns weiter wissenschaftlich mit der Radikalisierung von sogenannten Querdenkern befassen, eine absolute Notwendigkeit angesichts der hohen Gewaltbereitschaft und der massiven Desinformationskampagnen, die wir seit Beginn der Pandemie erleben. Und jetzt sehen wir, wie die gleichen Verschwörungsideologen mit den Putin-Verstehern mitlaufen. Das darf jetzt nicht aus dem Blick geraten, meine Damen und Herren. Und noch eine Bemerkung zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Ihr ehemaliger Bundesinnenminister Horst Seehofer hat erkannt, dass vom Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Demokratie ausgeht. Das haben Sie ja auch in Ihrem Antrag geschrieben, bevor dann aber das große Aber kommt. Tun Sie sich doch bitte einen Gefallen und uns allen auch. Fallen Sie mit Ihrer Hufeisenlogik nicht hinter diese Erkenntnis zurück, sondern unterstützen Sie uns jetzt bei dem, was nun zu tun ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Mihalic. Als nächste Rednerin erhält das Wort die geschätzte Kollegin Petra Nikolaisen, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geschätzter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In genau 10 Tagen steht der 73. Jahrestag des Grundgesetzes bevor. Und das Grundgesetz verkörpert doch die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Ein Fundament, das bewusst als Schutzmechanismus gedacht ist, um unsere demokratische, um unser Staatsverständnis vor Missbrauch zu schützen und unsere Werte zu bewahren. Und auch wenn unsere Verfassung auf Papier geschrieben ist, das Grundgesetz ist für mich ein reißfestes Fundament, und das muss es auch bleiben. Und das bedeutet, natürlich gerade jetzt, dass die Bundesregierung mehr dafür tun muss, die geistigen und gewalttätigen Angriffe auf unsere Verfassung müssen verhindert werden, Frau Ministerin. Und diese Angriffe dürfen nicht zur Zerreißprobe für unsere demokratischen und freiheitlichen Grundsätze werden. Und liebe Frau Ministerin, die Zahlen, auf die ist eben schon eingegangen worden, die Sie am Montag veröffentlicht haben zum Anstieg politisch motivierter Straftaten, machen es ganz deutlich, es besteht Handlungsbedarf. Und das in nahezu, wie bereits berichtet, in allen Bereichen. Gegen Hasskriminalität im Internet, gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, gegen Gewalt sowohl an Bürgerinnen und Bürgern, Politikerinnen und Politikern und gegen die Polizei. Und die Zahlen sprechen zugleich für eine genauere Erkennung der Straftaten. Das müssen wir mit konsequenten Maßnahmen bekämpfen und flankieren. Denn wehrhafte Demokratie bedeutet für mich, dass der Staat dieser Konfrontation nicht aus dem Wege geht. Er stellt sich Gewaltausgrenzung und Spaltung entgegen. Und da braucht es keine Lippenbekenntnisse, vielmehr braucht es auch wirkungsstärkere Befugnisse. Und deshalb muss der Grundsatz gelten, wenn politisch motivierte Kriminalität spürbar wird, und das wird sie, dann muss auch die Antwort des Staates darauf spürbar und konsequent sein. Und es darf kein Zögern mehr geben. Damit muss Schluss sein. Es bleibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Zweifel und zugleich die Frage, wofür die Bundesregierung eigentlich steht.
Will die Bundesregierung eine Leuchtturmpolitik, die nach außen hell scheint, aber das Innere nicht wirklich beleuchtet? Oder wollen Sie eine politische Realität gestalten, die es nicht schafft, Vertrauen in Staat und Gemeinschaft sowie die Grundsätze von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu wahren? Oder wollen Sie wirklich entschieden gegen Demagogen, Extremisten und Rassisten, die die Streitbarkeit unserer Demokratie missbrauchen, vorgehen? Der vorliegende Antrag meiner Fraktion ist aus diesem Grund ein Weckruf an die Bundesregierung. Zeigen Sie Haltung. Ergreifen Sie die Möglichkeiten, um den Feinden der Demokratie, dem Hass, dem Terror und der Gewalt sowie auch der Angst und der Verschwörung und der Verleumdung und allen ihren Techniken das Handwerk legen zu können. Deshalb fordern wir Sie auf, und ich würde die vier Punkte im Kern gern noch mal wiederholen. Setzen Sie endlich einen Aktionsplan auf gegen islamistischen Terror und gegen Linksextremismus. Überprüfen Sie die Wirksamkeit von Präventionsprogrammen. Und lieber Kollege Grütsch, da geht es in keinster Weise um Kürzungen. Stärken Sie auch die Sicherheits- und Justizbehörden für eine bessere Erkennung und Bekämpfung und besonders um den betroffenen Menschen zu helfen und zu schützen. Und viertens, statten Sie endlich die Behörden mit wirksameren Befugnissen aus. Eine Bundesregierung muss schließlich bewahren, was wir aus Überzeugung vertreten und hüten, und die Fundamente einer gesunden Demokratie und die Freiheit der Menschen. Ein mögliches Rezept dafür haben wir Ihnen vorgelegt. Jetzt sind Sie am Ziel und sind Sie gefordert, zu entscheiden. Und lieber Kollege Grötsch, ich erinnere mich gut an die letzte Legislaturperiode. Ein Satz, Herr Präsident, bitte. Ich erinnere mich an eine eigentlich ganz gute Zusammenarbeit, aber Ihre Rede eben ging unter die Gürtellinie. Und wenn einer die Sicherheitsbehörden nicht gestärkt hat in der letzten Legislaturperiode, dann war es die SPD. Vielen Dank, Frau Nikolaisen. So gehen Schleswig-Holstein miteinander um. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion kann sich schon mal darauf einstellen, dass Herr Hoffmann nur noch 4 Minuten statt 5 Minuten hat. Als nächster Redner hat der Kollege Dr. Stefan Seiter, FDP-Fraktion, das Wort mit seiner ersten Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir debattieren heute über den Antrag der CDU-CSU-Fraktion für eine wehrhafte Demokratie gegenüber jeglicher Art von Extremismus. Und als ich diesen Titel gelesen habe, da dachte ich mir ganz spontan, interessant, relevant, wichtig. Und dann hat sich in meinem Hinterkopf plötzlich ein paar Fragen eingestellt. Und die wichtigste Frage, die sich mir gestellt hat, war: Ist es nicht für alle Demokratinnen und Demokraten eine Selbstverständlichkeit, für diese unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, sie zu verteidigen, gegen jede und jeden, der diese Grundordnung infrage stellt, gegen jegliche Form der Gewalt, gegen jede Form des Extremismus? Ja, meine Damen und Herren, es ist eine Selbstverständlichkeit, und gerade für diese Regierung und die sie tragenden Koalitionsparteien. Der neue Bericht des BKA zeigt, dass die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten insbesondere in den letzten beiden Jahren gestiegen ist. Das gilt auch für die Gesamtzahl der politisch motivierten Straftaten. Eine solche Entwicklung dürfen wir nicht hinnehmen. Diese Zahlen sind nämlich nicht nur Daten. Sie bedeuten, mehr Menschen sind Opfer politisch motivierter Taten geworden. Ihnen muss unsere Solidarität gelten. Allen Formen des Extremismus muss entschieden entgegengetreten werden. Dies darf aber nicht bei Maßnahmen zur Bekämpfung von Symptomen enden. Vielmehr müssen wir auch die Ursachen für extremistische Orientierungen angehen. Es muss gelingen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung bei den Menschen zu verankern. Das geplante Demokratiefördergesetz, das auch schon angesprochen wurde, wird ein wichtiger Schritt sein zur Erreichung dieses Ziels. Und dieser Schritt ist notwendig. Als Wissenschaftspolitiker, der auf 3 Jahrzehnte praktische Erfahrung im Bildungswesen zurückblicken kann, weiß ich um die Bedeutung von Forschung und Bildung für gesellschaftliche Entwicklungen. Politische Bildung kann in allen Lebensphasen dazu beitragen, die Idee einer offenen Gesellschaft zu verstehen und deren Akzeptanz bei den Menschen zu steigern.
Freiheit und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen ihre Grundlagen verstehen, wir müssen ihre Vorteile kennen, wir müssen für sie kämpfen, und Bildung kann Menschen dazu befähigen. Es gilt mehr in Forschung über soziale Zusammenhänge, Krisensicherheit und Resilienz gegenüber extremistischen Entwicklungen zu investieren. Eine wissenschaftlich fundierte Analyse bereitet die Grundlage für ein effektives politisches Handeln. Es gilt zum Beispiel zu verstehen, warum sich Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte während der Corona-Pandemie radikalisiert haben und ob sich daraus eine dauerhafte Herausforderung für den Zusammenhalt, für unsere Gesellschaft und das Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie ergibt. Für die Koalition geht es nicht darum, nur Symptome des Extremismus zu bekämpfen. Wir müssen auch die Potenziale für einen weiteren Anstieg der Zahl extremistisch denkender und handelnder Personen reduzieren. Wir müssen die Grundlagen schaffen, dass Extremismus aus unserer Gesellschaft endlich verschwindet und keinen weiteren Nährboden in der Zukunft hat. Und das, meine Damen und Herren, schließt natürlich auch ein, dass jegliches staatliche Handeln, das zum Beispiel die Grundrechte zur Bekämpfung des Extremismus einschränkt, genau auf seine Verfassungskonformität überprüft werden muss. Und lassen Sie mich zum Schluss Folgendes betonen. Bei der Bekämpfung des Extremismus sind Rechtsstaatlichkeit und faktenbasierte Entscheidungen Grundlage für Erfolg und Akzeptanz der Maßnahmen. Lassen Sie uns deshalb bitte nicht den Weg der Angst, sondern einen Weg der Vernunft gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Seiter. Das ist immer schön, dass man bei seiner ersten Rede so viel Applaus kriegt. Das wird nicht anhalten. Also, nächster Redner ist der Kollege Alexander Hoffmann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren Zuschauer! Ich möchte zunächst mal eine Vorbemerkung platzieren, weil ich will Ihnen schon sagen, dass mich die Heftigkeit der Debatte zum einen überrascht und zum anderen auch bewegt. Und da will ich, liebe Frau Kollegin Mihalic, schon auch mal in Ihre Richtung etwas Persönliches formulieren. Wissen Sie, es ist eigentlich schon fast mehr als schlechter Stil, wenn Sie in dem Rahmen dieser Debatte den Eindruck erwecken, und Sie haben sogar ausdrücklich gesagt, also die Union trage die Verantwortung für dieses Attentat am Breitscheidplatz. Das war ja, nein, relativieren Sie es nicht. Relativieren Sie es nicht. Das war die Botschaft. Und da muss man der Vollständigkeit halber schon einmal dazu sagen, der Umstand, dass sich der Attentäter vom Breitscheidplatz unter dem Schirm durchs gesamte Bundesgebiet hat unbehelligt bewegen können, hing zusammen mit einem sicherheitspolitischen Saustall, der in Berlin fabriziert worden ist und in Nordrhein-Westfalen fabriziert worden ist. Und dort haben Sie die Verantwortung getragen. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Mihalic. Ja, Herr Präsident, das bringt mir die eine Minute zurück. Also, Herr Hoffmann, das, was Sie mir gerade vorgeworfen haben, das weise ich erst mal aufs Entschiedenste zurück. Und wenn Sie mich schon zitieren, dann bitte ich doch darum, dass Sie mich bitte auch richtig zitieren. Ich habe eine Reihe von rechtsextremistischen Anschlägen aufgezählt. Ich habe auch den Anschlag auf dem Breitscheidplatz aufgezählt. Und ich habe dabei gesagt, dass all diese Ereignisse in eine Zeit fielen, in denen die Union hier Verantwortung getragen hat. Und das ist ja wohl unbestreitbar, Herr Hoffmann. Wie Sie sich jetzt hier hinstellen können und das, was ich gesagt habe, so verdrehen können, dass ich Ihnen angeblich vorgeworfen habe, dass Sie von der Union persönlich für diese Attentate verantwortlich sind, das ist einfach ungeheuerlich, und das weise ich aufs Schärfste zurück, Herr Hoffmann. Wir befinden uns hier
in einer politischen Auseinandersetzung, und ich hoffe doch sehr, dass wir das auch weiterhin gemeinsam tun können, in der wir darum ringen, was denn die beste Sicherheitspolitik hier für unser Land ist. Und da muss ich noch einmal eindringlich an Sie appellieren, dass Sie sich dann auch bitte zu der Verantwortung, die Sie die letzten 16 Jahre hier in diesem Haus und im Bundesinnenministerium getragen haben, auch bekennen. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Mihalic, schauen Sie, das ganze Haus ist ja nun mal Zeuge dessen gewesen, was Sie hier gesagt haben. Und jetzt versuchen Sie es zum einen zu relativieren, und zum anderen ist es so, warum stellen Sie denn genau diesen Zusammenhang her? Und im Übrigen haben Sie sehr viel unmittelbarer formuliert, als Sie es jetzt gerade formuliert haben. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Echo jetzt wehgetan hat. Aber wenn Sie sich in Ihrer Rede mit diesem Zusammenhang hier aufs Parkett begeben, dann müssen Sie genau mit dem Echo reden. Ich will, Herr Präsident, fortfahren, nämlich immer noch bezüglich der Frage der Heftigkeit der Debatte. Warum ist denn die Debatte so heftig? Die Union formuliert einen Antrag der Selbstverständlichkeiten. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass sich die Ampel ganz locker hinter diesem Antrag wird versammeln können, dass ganz rechts und ganz links Probleme damit hat, das war uns klar. Aber Sie verfallen dann immer in bestimmte Mechanismen, die am Schluss die Diskussion um die Details und ums Konkrete erschweren. Die zwei Mechanismen, die geht immer in die Richtung, jeder, der wegschaut, beziehungsweise jeder, der sich traut, Richtung Linksextremismus Fragen zu formulieren, der kann ja schon kein aufrechter Antifaschist sein. So. Und der zweite Mechanismus, den Sie an den Tag legen, ist, dass dann jeder, der über andere Extremismusarten in diesem Haus reden will, dass der ja dann gleich den Rechtsextremismus relativiert. Und ausdrücklich, das tun wir nicht in unserem Antrag. Wir sind bei Ihnen. Der Rechtsextremismus ist für unsere Demokratie die größte Gefahr in diesem Land. Wir unterstützen Ihren 10-Punkte-Plan, aber wir erlauben uns den Hinweis, dass eben genau dieser ausbaufähig ist. Weil wir sagen, wenn ich Extremismus effizient bekämpfen will, da schauen Sie, da geht es wieder los. Wenn ich Extremismus effizient bekämpfen will, dann brauche ich einen breiten Blick und ich brauche einen gut gefüllten, wirksamen Instrumentenkasten. Mit dem breiten Blick meinen wir den 360-Grad-Blick. Ich muss neben dem Rechtsextremismus den Linksextremismus im Blick haben, den islamistischen Extremismus und den Antisemitismus. Und wenn ich dann über den zweiten großen Baustein rede, nämlich den gut bestückten Instrumentenkasten, dann wischen Sie das immer weg mit dem Hinweis auf Bürgerrechte und erwecken hier immer den Eindruck, dass die Union liederlich mit Bürgerrechten umgehen würde. Auch das ist doch nicht richtig. Wo ist denn eigentlich Ihr konkretes Gegenargument? Sie alle wissen, dass wir sehr wohl grundrechtskonform Maßnahmen zur Aufdeckung von Finanzströmen und zur Bekämpfung politischen Islamismus auf den Weg bringen könnten. Kein Argument von Ihnen. Sie wissen genau, dass wir grundrechtskonform effektive Maßnahmen zur besseren Aufklärung in der linksextremen Szene auf den Weg bringen könnten. Wo ist denn Ihr konkretes Gegenargument? Und Sie wissen sehr wohl, dass wir auch grundgesetzkonform staatliche Fördergelder davon abhängig machen können, dass eine Organisation, die diese bekommt, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auch lebt. Dazu sagen Sie konkret nichts, sondern es gibt immer nur den pauschalen Hinweis auf Bürgerrechte. Und da sagen wir Ihnen, das ist uns zu wenig. Deshalb stellen wir diesen Antrag. Und darüber werden wir natürlich in der Ausschussberatung noch diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. Als letzter Redner in dieser Debatte hält das Wort der Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hoffmann, Ihre Worte gerade gegenüber der Kollegin Mihalic war zutiefst schäbig und unredlich. Das muss ich mal festhalten. Sie wird, wie das Protokoll zeigen wird, sie war zudem unwahr. Und es war die klassische Figur eines Whataboutism und eines Ablenkungsmanövers von ihren eigenen Defiziten und ihrem eigenen Scheitern.
Und dankenswerterweise haben Sie auch den Beweis geführt, dass genau das, was wir die ganze Zeit sagen, der Fall ist, nämlich dieser Antrag ist nichts substanziell, aber ist ein rein parteitaktisches Manöver, nichts anderes. Sie reden ja darin von wehrhafter Demokratie. Ich vermisse nur irgendwelche Ausführungen zu Konzepten zu wehrhafter Demokratie in diesem Text. Sie werden sicher ja miterlebt haben, auch aus der PMK, aus der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität, was für eine gewaltige Zahl von Taten wir im Bereich nicht zuzuordnen haben, im Zusammenhang mit Querdenken, Corona etc. Was für eine Unterminierung der Demokratie. Ich empfehle Ihnen daher dringlich, lesen Sie einfach mal ein kurzes Interview zum Beispiel von Kollegen Kuhle. Da ist in 5 Zeilen mehr Inhalt als in Ihrem gesamten Antrag. Das wäre hilfreich. Stattdessen führen Sie hier dieses vor. Und Sie zeigen eine Reihe von Leerstellen. Denn einen konkreten Aktionsplan Linksextremismus mit seinen Motiven erkenne ich nicht. Ebenso wenig bei der Frage des Umgangs mit Islamismus. Irgendwelche Innovationen sind Fehlanzeige. Es ist nur ein Sammelsurium altbekannter Motive und Forderungen. Es ist im Grunde ein folkloristischer Antrag mit Nullgehalt. Und der Informationswert ist nicht darin, was er sagt, sondern was er nicht sagt. Sie sagen ja in Ihrem Titel wehrhafte Demokratie und gegenüber jeglicher Art von Extremismus. Also selbstverständlich kann keiner was dazu sagen, denkt man erst. Aber es gibt ja auch sowas wie Regeln und Prinzipien von Sprache, Semantik, Pragmatik. Und die würden Ihnen dann ganz einfach erläutern, dass das eine Präsupposition ist. Und die Präsupposition ist, die Innenministerin kümmert sich nicht um alle Formen von Extremismus. Und das ist die Frechheit und die Unanständigkeit Ihres Antrags. Und das steckt darin. Und jetzt werden Sie wieder sagen, Herr Lindt kommt mit sprachlichen Ausführungen. Und Herr de Vries meldet sich wahrscheinlich wieder wie beim letzten Mal, das sei Philosophie und Sinnlosigkeit. Nur wenn für Sie die Art der Analyse, die wir betreiben, das Fragen nach Gründen und die Entlarvung Ihrer parteitaktischen Manöver Philosophie ist, dann sagt das nichts über einen Philosophieüberschuss bei uns, aber über ein eklatantes Philosophiedefizit bei Ihnen. Und Philosophie bedeutet ja auch griechisch Freundschaft zur Weisheit. Weisheit war aber bei diesem Antrag nicht federführend. Wir müssen ja des Weiteren auch feststellen, und das widerspricht auch dem Prinzip von Weisheit, dass Herr Seehofer, Innenminister, nicht nur am Ende seiner Amtszeit vehement für ein Demokratiefördergesetz geworben hat, sondern auch endlich richtigerweise ganz klar bekannte, dass die größte Gefahr in diesem Land der Rechtsextremismus ist. Somit hat er 2 Aufträge erteilt, Demokratiefördergesetz und Bekämpfung von Rechtsextremismus. Frau Faeser hat diese Aufträge intensiv angegriffen. Das heißt, Sie sollten sie nicht kritisieren, Sie müssten einen Dankesantrag schreiben, dass sie das umsetzt, was Ihr eigener Minister versprochen hat. Stattdessen kommen Sie mit Extremismusklausel reloaded, Demokratie-Treueerklärung. Und es kann mich nicht wirklich überzeugen, wenn Sie doch wirklich eine wehrhafte Demokratie wollen und wenn Sie, das unterstelle ich Ihnen, Demokratie fördern wollen, dass Sie dann einen Angriff fahren gegen die, die die Demokratie verteidigen und fördern. Mit Angriffen auf Demokratieförderern fördert man logischerweise nicht die Demokratie. Und stellen Sie sich doch mal die Situation vor von Vereinen, Institutionen in Landstrichen, in denen die AfD dominant ist, die da schuften gegen Querdenker, gegen Querulanten der Unmenschlichkeit, gegen Selbstverwalter und so weiter. Stellen Sie sich mal die Situation vor. Sie laden diese in einem Raum und dann legen Sie diesen Antrag vor. Was Sie sagen müssten, ist, wir bekräftigen euer Tun, wir unterstützen es, wir verstetigen die Forderung. Stattdessen ist Ihre Message, wir vertrauen euch nicht, ihr seid ja latent linksextrem und ihr steht nicht auf dem Boden der Verfassung. Ich finde, das ist absolut unanständig, auch gegenüber diesen Vorkämpfern für Demokratie. Deshalb brauchen wir für Demokratieförderung in der Tat ein Demokratiefördergesetz. Und Sie sollten die Ersten sein, die sich dafür einsetzen. Das ist sowieso ein Täuschungsmanöver. Warum erwecken Sie den Eindruck aktivistischer Einsatz
Zivilgesellschaftlicher Einsatz für Demokratie gegen Rechtsextremismus wäre verdächtig des Linksextremismus. Das ist doch absurd. Demokratieförderung ist doch weder links noch rechts, weder liberal noch konservativ. Das sollte uns doch alle einen. Sie sollten als Erste, auch als Konservative, aufstehen und sagen, wir wollen ein funktionierendes Demokratiefördergesetz. Und das Zweite und Letzte. Sie können ja richtigerweise ein Aktionsprogramm und sonst was gegen Islamismus fördern. Aber was ist denn mit den ganz vielen normalen muslimischen Menschen oder solche, die so gelesen werden und wahrgenommen werden? Die lesen in ihrem Antrag nichts über antimuslimischen Rassismus, nicht über ihre Alltagserfahrung, täglich diskriminiert zu werden, aber sie müssen sich mit dem Vorwurf des Islamismus auseinandersetzen. Ich sage Ihnen, wenn Sie konzeptuell erfolgreich gegen Islamismus arbeiten sollen, dann dürfen Sie nicht über antimuslimischen Rassismus und Formen von Fremdenfeindlichkeit und Integrationsfeindlichkeit und ähnlicher Stigmatisierung schweigen. Wenn Sie wirklich Islamismus bekämpfen wollen, dann kämpfen Sie auch gegen Rassismus. Lernen Sie daraus. Vielen Dank. Damit schließe ich die Debatte. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 1725 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe